Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Talk von mir. Heute wollen wir mal ein wenig über die Whisperer sprechen. Das Thema interessiert mich persönlich nämlich sehr. Ich weiß, ich habe zwar noch nicht die Comics gelesen, Asche auf mein Haupt und so, aber irgendwann werde ich es mal schaffen. Das verspreche ich euch hoffentlich. Nichtsdestotrotz habe ich trotzdem von den Whisperern gehört. Angeblich soll die 8. Staffel auch auf dem Comic All Out of War basieren und in eben diesen gibt es auch die Whisperer. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, ob man diese Gruppierung auch in der Serie sieht. Denn in den Büchern sind sie die nächste Bedrohung nach Negan. Ob sich aber die komplette Staffel um den Krieg dreht oder nur vereinzelte Folgen, weiß man ja noch nicht. Also ist es möglich, dass die Whisperer ihren Auftritt in der 8. Staffel haben werden. Aber wer sind sie genau? In den Comics sind sie Menschen, die Masken aus Beißerhaut tragen und unter eben diesen leben. Sie benutzen die Beißer für ihren Überlebenskampf, aber selber greifen sie keine an. Alle anderen Überlebenden sind sie aber feindlich gegenüber gesinnt. Man munkelt, dass man sie das erste Mal sieht, wenn The Walking Dead und Fear the Walking Dead ihr Crossover haben. Da in Fear the Walking Dead der Hauptdarsteller Nick sich ja auch unter den Untoten bewegt. Vielleicht gibt es dahingehend eine Überschneidung. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass Jadis und die Schrottplatzgruppe die Whisperer sein könnten, weil sie ja selber sagt, dass sich die Gruppe stets an neue Herausforderungen anpasst. Zu dieser Theorie gibt es auch ein Video vom MTC, welches ich euch nun oben verlinken werde. Schaut doch bitte mal vorbei. Ein weiterer Hinweis in Anführungszeichen ist von Norman Reedus selbst gepostet worden. Er hat auf seinem Instagram-Profil ein Bild von sich und einer Gruppe mit Masken hochgeladen. Und eben diese Gruppe sieht den Whisperern wirklich wahnsinnig ähnlich. Es wurde zwar angeblich widerlegt, aber mal ehrlich, lassen wir uns so einfach abspeisen? Ich denke nicht. Ich denke, wir könnten, egal ob die Whisperer jetzt schon dazu stoßen oder ob es noch etwas dauert, wahnsinnig viel von der 8. Staffel erwarten. Was meint ihr dazu? Kommen die Whisperer in der Serie auch vor oder bleiben sie nur im Comic zu finden? Und wenn ja, meint ihr, sie werden in der 8. Staffel schon auftreten? Diese Leute können wahnsinnig gefährlich werden und ich bin gespannt, wie Rick und Co. damit umgehen werden. Ich bedanke mich wie immer bei euch, dass ihr mir zugehört habt und wir hören uns im nächsten Let's Talk. Ciao!